So, da, was ist? Hast du das Ceres, Schwert na sicher habe ich gefunden? das Schwert. Ja, ich hab's. Gehen wir. Also, nach dir. So, und wo soll man jetzt hin? Du und mein Vater, ihr wart mal Freunde, nicht? Ich hoffe, wir sind es noch. Aber, also, ich habe gehört, dass ihr euch zerstritten habt wegen irgendwas oder irgendwem. Meinst du die Geschichte mit Yennefer? Das ist schon lange her. Es war, bevor dein Vater deine Mutter getroffen hat. Aber du und Jennifer kanntet euch schon. Tja, mit Yen waren die Dinge nie in trockenen Tüchern. Was ist an ihr? Was zieht dich zu ihr hin? Letzte Ich Nacht weiß war. nicht. Die schwarzen Vielleicht habe ich Haare. mich einfach nie für Bequemlichkeit und Ruhe entschieden. Ganz ruhig. Ja, ich mach doch eh nichts. Ich will mir nur ein Schild draufcasten. Wir können es aber auch gerne so machen. Jeder. Es ist so geil. So, okay, weiter. Ich weiß ja nicht, wo wir hin müssen. Wo ist Jennifer? Ich weiß nicht. Warum fragst du? Ich staune nur, dass sie dich alleine hat herkommen lassen. Wie meinst du das, lassen? Nichts. Gar nichts. Ich hatte nur den Eindruck, dass sie dich nicht gern aus den Augen lässt. Ich bin immer die ganze Zeit alleine. Ich habe sogar Schau, eine andere da sind Freundin noch sie. zusätzlich. Uderik. Schrecklich hell hier draußen. Schmerzt in den Augen. Die frische Luft wird dir guttun. Die Götter werden nicht erfreut sein. Jarl, unsere Gäste, weißt du noch? Was ist mit deiner Hand passiert? Ich habe sie den Göttern geopfert. Vergib ihm, Jarl. Geralt muss noch mehr über unsere Bräuche lernen. Wir auf den Skelligen stehen den Göttern nahe. Und je näher man sich ist, desto größere Opfer bringt man. Das größte und reinste Opfer, das man bringen kann, ist das Erdulden von Schmerz und Leid. Die Götter zu hören, ist ein Geschenk, kein Opfer. Diese Stimmen, die du hörst. Die Götter, ihre Stimmen. Das sind keine, es geht um deinen Bruder. Es ist wahrscheinlicher, dass es hier um deinen toten Bruder geht. Ich habe Geralt von Aki erzählt. Wir glauben, dass... Dass die Götter dir wegen deines Bruders zürnen. Du musst dich entschuldigen. Und zwar bei Aki. Ich wollte nicht. Aki ist ins Wasser gefallen. Die Götter werden wütend sein. Lass mich dir helfen. Ich verspreche, ich passe auf, die Götter nicht zu erzürnen. Hör auf den Hexer, Jarl. Versöhne dich mit Aki. Das wird die Götter gewiss erfreuen. Mist, was ist da jetzt? Das für ein Was Sohn soll jetzt? ich denn tun? Weißt du noch, wo Aki ins Wasser gefallen ist? Am Ostende der Insel, vor der Bucht. Die Strömung hatte uns zu Ululas Nadel getrieben. Dort ist es gefährlich. Die tückischen Strudel kosten immer wieder Seeleuten das Leben. Wir müssen hinsegeln. Akis Geist wird nicht ruhen, ehe das Schwert zu ihm zurückgekehrt ist. Nein, 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 nein! Die Götter werden zürnen. Ich spüre es. Keine Angst, Jarl. Die Götter lieben dich und haben Aki geliebt. Bestimmt wünschen sie dies. Vielleicht kann ich hinsegeln. Das Schwert muss zurückgebracht werden. Aber wer das tut, ist nicht entscheidend. Wonach soll ich suchen? Trug Aki etwas, woran ich ihn erkennen kann? Etwas, das die lange Zeit unter Wasser überstanden haben kann? Ja, den Ring unseres Clans. Das müsste reichen. Ich breche auf. Gut, na dann raus auf die hohe See und Servus Black Mamba, willkommen im Stream. Mache ich zwar ungern da jetzt rausschwimmen, beziehungsweise ich bin mir gerade überlegen, ob ich das nicht gleich schwimmen soll und scheiß auf das depperte Boot. Weil mit dem Boot habe ich eh noch immer Probleme. Und es sind nur 180 Schritte. Und wir müssen sowieso nachher absteigen und tauchen. Ich glaube, dass ich so viel schneller bin als mit dem Boot da raus. So.
So, das muss irgendwo gleich da vorne sein. So weit kann es nicht sein. Wahrscheinlich eh auf der einen depperten Insel, wo der Drache auch war. Hoffentlich nicht. Da rechts ist schon irgendein Viech. Versteckter Schatz. Neue Markierung. Na dann ab zum versteckten Schatz. Na, ach Gott, da ist wieder so eine Untiefe. Und willkommen zurück, Gaming Bauer. So. Schön gemacht. Das war nur ein Schädel, mehr war da nicht. Neuer Quest nur für Adler. Okay, wurscht. Hier muss es sein. Na dann müssen wir mal tauchen gehen. Oh. Na. Wie soll ich unter Wasser kämpfen? Geil. Ich kann nicht einmal casten. Das kann ich vergessen. Wenn das die Viech nicht mit mir raufkommt. Wie soll ich denn das machen? Boah, da werde ich jetzt Hilfe brauchen von irgendwem, der sich aus... Okay, das Viech kommt doch einfach daher. Wieso ist das Viech unter Wasser gewesen? So, kurz mal darauf steigen. So ein Aber da war ja noch eines oder zwei. Scheiße, ich will da nicht runter. Da ist noch eines. Der Wasser ist eingeschränkt, verwende die Ambus, um dich zu verteidigen. Ja, ich weiß nicht einmal wie... Was? Ein so ein Schuss? Reicht aus? Gut zu wissen. Boah, ich habe bald keinen Sauerstoff mehr. Na, unter Wasser fühle ich mich nicht wohl da in dem Spiel. Ich finde die Steuerung auch ein bisschen scheiße unter Wasser. Da vorne könnte es sein. Warte. Da ist irgendeine Kiste oder was? Oder ist das die Leiche? Ich weiß nicht. Das war's auf jeden Fall. Scheiße. Na, ich muss hoch. Nein! Schnell rauf. Scheiße. Das habe ich verkackt. Nein. Ach Gott. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gespeichert habe. Nicht auf der kleinen Insel, glaube ich. Ah, verdammte Scheiße. Er muss lange laden. Ich glaube oben beim Holz bei der Hütte erst. Sie hier ja, okay. Da habe ich gespeichert. Ist das ein Dreck? Ich überlege gerade, ob ich mit dem Schiff rausfahren soll. Ein bisschen schneller ist schon. Und da auf der Insel kann ich eh kurz anhalten. Na, komm, bleib drauf. Und wie kann ich mit dem Schiff fahren? Hallo? So, wieso hat er mir das gerade nicht angezeigt? Ab zu der Insel. Und wir dürfen aber nicht stranden dort. Ich muss auf jeden Fall speichern. Auf die scheiß Luft habe ich nicht mehr geschaut. Ja, jetzt ist deine Deppe da ertrunken auch noch. Ich sehe, hast eh recht. Ja, genau, jetzt sind da irgendwelche Untiefen. Ich weiß, warum ich nicht mit dem Schiff so gern unterwegs bin. Das sinkt jetzt eh nachher gleich. So, absteigen. Da speichern wir mal. Zur Absicherung. Rauf mit uns, Junge! Ich hasse das Wasser in dem Spiel. Schaut zwar geil aus und alles, ist kein Problem.
Hier aber sobald du schwimmen musst und so weiter, ist alles kacke. Jungs, hört's auf. Ja, genau. Komm. So ein Drecksding auch schon. Ich glaub's jetzt gerade überhaupt nicht. Wie schlecht bin ich jetzt gerade? So. Stepper, das ist jetzt wieder nachher unten die Viecher. Die zwei Stück, was da sind. Obwohl, die dürften kein Problem sein, wenn die wirklich mit einem Schuss von der Armbrust hin sind. Also jetzt muss ich nur schauen, da war die eine Kiste, die will ich auf jeden Fall holen. Weil die Kiste, da war ein Haufen Zeug drinnen. Und dann war hinter dem Stein, war glaube ich die Leiche. Genau, da, komm. Und jetzt auftauchen. Tauch auf, du Hundianer, du. Das gibt's ja nicht. Ich frag mich, ob das was gebracht hat. Geil. Zeit, zu Udalric zu gehen. So, weg mit dir. Jetzt habe ich zweimal geschossen. Ich habe unendlich Schuss bei der Armbrust. Ich sehe das jetzt gerade das erste Mal. So, weg da. Ab zu unserem kleinen Schifferl. Ich hoffe, dass wir mit dem noch zurückkommen. Und heimwärts. Stoppen, wenden. So, ich fahre das jetzt voll aufs Festland auf. Ich brauche das Schiff sowieso hier nicht mehr. Und die anderen werden es auch nicht brauchen. Das ist aber cool, dass da die Möwen auch sind. Scheiße, ich habe nicht mehr bremsen können. Tut mir leid. Tut mir leid, liebe Leute. Ich habe euch da ein hinniges Schiff gebracht. Könnt ihr es wieder verwenden. So, hinauf zu unserem lieben Kerl. Und schauen wir mal, was für eine Belohnung wir bekommen. What the hell, was ist da los? F5 drücken davor. Aber wieso? Was ist los? Was ist los? Udalric, die Stimmen haben ihm befohlen, sich das Auge rauszureißen. Was? Warum hast du das gemacht? Es war der Wille der Götter. Ein Opfer für Aki. Du bist so dämlich. Was genau wollten die Götter? Erinnerst du dich? Was haben sie dir gesagt? Sie waren zornig. Eine Stimme sagte, du elender Wicht hast Aki nicht geholfen und jetzt segelst du nicht zu ihm und bittest um Vergebung. Reiß dir das Auge raus, leide und büße für das, was du angerichtet hast. Wann haben die Götter zu dir gesprochen? Gleich nachdem ich weg war? Kurz danach. Ich wurde müde und legte mich hin. Da offenbarten sie mir ihren Willen. Schläfst du immer, wenn sie mit dir reden? Immer. Und was siehst du dann? Rufen sie dich an einen bestimmten Ort? Zu meinem alten Zuhause. Sie befehlen mir, Fackeln zu entzünden und sprechen aus den Schatten. Haben die Götter dir schon mal ihre Form gezeigt? Oder sind sie immer nur Schatten? Einmal nahm ich im Traum allen Mut zusammen und ließ die Fackel heller brennen. Da saß eine verschwommene Gestalt in den Schatten. Aber was Axel dämlich triffst genau, das habe ich jetzt erst gelesen. Was meinst du damit ganz genau?
Verlangen die Götter immer, dass du ihnen dein Leid anbietest? Allein das gefällt ihnen. Und sie verlangen ständig mehr. Du sagst, die Götter sprechen aus den Schatten. Erlaubst du darum hier drinnen kein Licht? In den Träumen sehe ich manchmal ihre Form, wenn die Fackeln hell brennen. Es ist eine große Ehre, die Götter zu sehen. Würdest du sie vielleicht mit mehr Licht auch sehen, wenn du wach bist? Einfache Menschen sind nicht würdig, in ihr Antlitz zu schauen. Also, fast. Ja, keine Ahnung. Er hat halt Götter, wisst ihr. Ah. Er sieht sich selber. Ich habe das Schwert hingebracht, doch nichts hat sich geändert. Es ist nicht der Geist seines Bruders, der ihn plagt. Was ist mit ihm los?